meine Lieben, und willkommen zu unserem Oberkörper- und Bauchtraining vom Fit mal einfach Guide. Wer nicht genau weiß, was es ist, unten in der Infobox verlinken wir euch mal das Erklärvideo. Dann wisst ihr, was für Workouts wir wann machen zusammen. Daniel zeigt die Nicht-Springer-Variante und ich die Springer-Variante. Jeder kann mitmachen, ihr braucht nichts, nur eure Matte. Und ich habe den Timer und ihr solltet gut aufgewärmt sein, bevor ihr hier startet. Besonders weil wir im Oberkörperbereich jetzt schon ziemlich intensiv arbeiten werden. Wir machen heute Pärchen, das heißt zwei Übungen machen wir zweimal durch, bevor wir zum nächsten Pärchen wandern. Und das Intervall ist 20 Sekunden Pause, kurz zum Erklären, durchschnaufen und 50 Sekunden Arbeit. Ich würde sagen, wir legen gleich los. Erste Übung beginnt gleich unten. Wir fangen erstmal mit der Kraftübung an. Wir machen immer einen Push-Up bis ganz zum Boden lassen und dann ein Superman. Man kann das sehr gut von den Knien machen. Daniel zeigt es euch erstmal kurz von den Knien. Man kann sehr gut auch von den Knien sich einfach runterlassen bis zum Boden. Und ich würde sagen, los geht's. Push-Up runterlassen. Puff. Ihr seht, Daniel macht ja schon von den Knien. Ich möchte saubere Push-Ups sehen. Ellbogen leicht zurück. Runterlassen. Hochziehen. Auf den Boden gucken, nicht hochgucken. Ganzen Oberkörper hochheben. Kurz anspannen, wieder runterlassen. Hoch. Deine Kraftübung. Auf Brusthöhe die Hände. Ellbogen nicht zur Seite. Ich sehe das immer wieder. So sieht kein Ellbogen, So sieht kein Push-Up aus. Ein Push-Up sieht so aus. Und er geht auch gerade runter. Nicht der Kopf zuerst. Nochmal hoch. Und nochmal runter. Okay, wir kommen hoch, ein bisschen Cardio. Wir machen 10 Elbow to Knees. Elbow to Knees im Jump oder im Step. Und dann machen die Springer noch einen Star Tuck Jump. Okay, nur alles rauszuholen. Bereit machen, Elbow to Knee und los geht's. 1, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Star Jump. Wichtig, beim Elbow to Knee reindrehen. Rein. 5, 8, 9 und 10. Star Jump. Auch immer schön den Bauch anspannen, wenn ihr das Knie hochzieht. Ganz wichtig. Letztes Kombi-Paket. Und wir machen unser Pärchen nochmal, bevor ich euch dann sage, was im nächsten Pärchen passiert. Einmal durchatmen. Und sobald wir wieder 5 haben, noch 5 Sekunden durchatmen, ruhig werden und dann auf die Kraftübung konzentrieren. Push-up runter. Hier geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um Ausführung. Langsam runter. Hoch auf den Knien. Und guck mal, es geht ganz leicht auf den Knien. Also leicht heißt, es ist machbar. Jeder in seinem Level. Auf den Knien. Langsam runterlassen. Auf die Zehenspitzen. Probiert einfach mal eins auf den Zehenspitzen. Das höchste der Gefühle ist, ihr kommt nur runter und auf den Knien wieder hoch. Noch 5 Sekunden. Und hochkommen. Elbow to knees. Da kann man schon wirklich alles geben, wenn man es richtig macht. Knie ganz hochzieht, Bauch anspannen. Ich finde, es killt einen. Es geht. Oh, jetzt kann ich die Arme ein bisschen erholen. 2, 1, ja. Los geht's. Acht, neun und 10. Star Jump für die Springer. Hm.
Geht mit der Geschwindigkeit an euer Limit. Genau. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deutsch, tschack. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, mithalten. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, gerettet. Runter. Noch ein letztes Mal unser Push-Up mit dem Total Letdown und dem Heben im Superman. Kommen die nochmal? Nein, nee. Komm nicht nochmal. Boah, ich hätte gedacht. Jetzt kommen erstmal die Dive-Bombers. Okay. Also, wir sind tief. Fuß hoch. Einmal durchtauchen. Innenstütz und Coco Crunch zum Ellbogen. So sieht's aus. Daniel zeigt es euch nochmal schön. Zeigt es auf den Knien nochmal. Von den Knien runter tauchen. Das Tauchen ist wichtig. Schön nah am Boden. Hoch und rechts, links. Gesäß ganz nach oben beim Dive Bomber. Und dann einmal am Boden entlang. Und wieder hoch das Gesäß. Hochdrücken. Links, rechts. Wieder hoch. Wir können noch. Es ist Oberkörper. Das ist eine richtige Delfinbewegung. Wir bleiben hier unten. Zweite, zweites Pärchen. Ich bin nicht mehr verwirrt. Legs Throw-Ups. Oh nein. Schade, dass alle nicht mehr verwirrt ist. Fingerspitzen zeigen Richtung Füße. Erstmal 10 Stück. Nicht einsinken hier. Genau. Nicht einsinken, ganz wichtig. 8, 9 und 10. Dann macht einen Step. Und dann in die Dips. Ellbogen nach hinten. 1, 2, 3 Stück. Und wieder von vorne. 9 und 10. 3 Dips. 1, 2 und 3. Ich zeige es wieder auf den Knien, aber wichtig ist, wenn ich diese Tauchbewegung, wie beim Delfin, unter der Welle durch. Tauchen. Coco Crunch. Knie zum Ellbogen. 1, 2. Und wir nach oben. Schön für die Schultern. Wer sich jetzt fragt, für was sind die Dive Bombers anders als die Liegestütze, sind die Dive Bombers eine schöne Übung für die Schultermuskulatur, für die Oberrückenmuskulatur. Wer aus dem Yoga kommt, kennt die Ausgangsposition, der Downward Dog. Einmal kurz Arme ausschütteln. Wir müssen noch einmal unsere Throw-Ups machen. Ich verspreche euch, nächste Übung haben wir noch ein bisschen Abwechslung. Fingerspitzen zu den Füßen zeigen lassen. Rausdrücken. 1, 2, 8, 9, 10. Und 1, 2, 3. Wichtig, Beine Dips. Ellbogen zeigen zurück. Nicht von euch weg, hinter euch ist die Musik. 10. Nach hinten rausdrücken, nicht in die Schultern reinsinken. 10. Noch 10.
Oh. Es geht auf die Schultern. Okay, wir bleiben hier unten. Nächste Kombi. Als allererstes V-Crunches, was für den Bauch. Ziehen wir durch. Ha. Ziehen wir durch. Ganz easy. Okay. Wir heben, lassen uns runter, heben und Daniel hat ganz eben schon die fortgeschrittene Variante gemacht. Die Fortgeschrittenen unter euch lassen die Ferse immer in der Luft. Ein bisschen einfacher, runterlassen, hoch. Und wichtig, ausatmen, wenn ihr hochkommt, einatmen, wenn ihr euch runterlasst. Super anstrengend, finde ich. Und wir haben noch 10 Sekunden. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob das besser war als ein Pärchen. So, wir gehen hoch als Cardio-Übung. Running on the spot und wenn ich sage down oder jetzt, Burpee down auf den Boden, ganz zum Boden lassen, kurz Hände wegnehmen, wieder hochstützen und weiter rennen, okay? Ein bisschen wie beim American Football. Rennen, wir sprinten, Burpee down, runter, gerade runter auf den Boden, Hände weg, kurz wieder ablassen, hoch. Kann man natürlich auch auf den Knien machen, wie immer. Burpee down. Genau, deine Zeit schon, macht's. Auf den Knien erstmal und dann ganz runter. Okay? Burpee down. Sauber Liegestütz runter, hoch. Hände mitnehmen. Burpee down. Sprinten. Leichte Füße. Burpee down. Oh. Letztes Mal unser Pärchen. Yes. Okay. Oh Gott. Wir haben noch 5 Sekunden. Oh, das geht immer so schnell. Geht immer so schnell. Dann ist das schnell wieder vorbei. Hoch. Runterlassen oder in der Luft, wer sich das zutraut. Dann auch ein paar Wiederholungen in der Luft machen. Und dann runter. Aber ich möchte sehen, dass jeder ans Limit geht. Ich kann euch nicht beobachten. Ich kann euch nur immer wieder sagen, Limit, Limit. Wenn ihr denkt, es geht nicht mehr, dann gehen noch 2 Wiederholungen. Und das Atmen bei Bauchübungen nicht vergessen. Letzte Übung. Allerletzte Übung. Allerletzte Übung. So schnell kann das gehen. Mit Schwitzen. Ach. Mit fertig sein. Mit Stöhnen. Ihr bekommt ja alles. Running on the spot, Burpee down. Ihr wisst, was geht. 3, 2, 1. Nochmal richtig vorsprinten. Zurück. Burpee down. Burpee down. Wer am schnellsten hier oben ist, es geht um Geschwindigkeit. Burpee down. Noch 15 Sekunden. Wir ziehen, Burpee down. Burpee down. Workouts will, für zu Hause, schnell, effektiv, fett verbrennen, da kommt das Body Shape Programm. Tschüss. Ciao.